Gefühl bei Jonas. Daily, daily Jonas. Yo, was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Irgendwie fühlt es sich ewig an, dass ich das letzte Video gedreht habe, weil ich in letzter Zeit nicht gevloggt habe. Das letzte waren ja die Los Angeles Vlogs. Falls ihr die verpasst habt, checkt unbedingt meinen Vlog-Kanal aus. Der ist hier oben beim i verlinkt und in der Infobox. Und Hauptkanal-Video kam ja letzte Woche auch keins, weil ich es zeitlich einfach nicht geschafft habe. Und dann davor erst die Woche. Also irgendwie fühlt es sich super lang her an. Naja, hier bin ich auf jeden Fall. Es gibt ein Unboxing. Ich freue mich tierisch. Ich hoffe, ihr euch auch. Und wenn ihr das Video seht, morgen, also Sonntag, geht es für mich und Christina nach New York. Ich freue mich unfassbar. Ich werde auch da natürlich wieder die Kamera mitnehmen und für euch vloggen. Ich freue mich tierisch. Ich habe nämlich letztens überlegt, ich war das letzte Mal in New York. Ich habe, glaube ich, nachgeguckt. Ich meine 2013. Erste und letzte Mal bisher. Und ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf den Content. Also seid auf jeden Fall gespannt. Es wird auch wieder was auf TikTok und Instagram geben. Und dann, wie gesagt, im Nachhinein die Vlogs. Und jetzt gibt es erstmal ein Unboxing. Ich sitze hier wieder in dem Spot, wo ich das letzte Mal auch saß. Weil irgendwie fand ich das eigentlich ganz cute. Und ich bin irgendwie ein bisschen sommerlich angezogen, aber in meiner Wohnung ist warm. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt auf Instagram, ich habe einen Wasserschaden in meiner Wohnung. Das heißt, falls ihr irgendwie so ein bisschen so Pustegeräusche hört. Ich habe so Lufttrocknungsgeräte in meiner Küche und meine Küche ist komplett ausgebaut worden und so weiter und so fort. Also es ist Katastrophe. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr so schöne Sachen nicht verpassen wollt. Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ich habe noch ein bisschen Husten. Ich habe auch ein bisschen gekränkelt. Also es ist irgendwie alles. Naja, nichtsdestotrotz, wir fangen gleich mit den Boxen an. Ich möchte euch aber erstmal etwas zeigen. Und zwar, das benutze ich auch schon seit einer ganzen Weile, habe ich euch aber ganz lange nicht mehr gezeigt. Aber ich habe jetzt einen unfassbar nicen Rabattcode. Ihr könnt nämlich bei Jepoda 43% sparen. Jetzt noch den November, also bis 30.11. Das heißt, schlagt da unbedingt zu. Ihr könnt wirklich so viel sparen und ich liebe die Produkte. Habt ihr wirklich schon ganz, 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 ganz lange und es sind so tolle Produkte. Ich packe euch auch alles nochmal in die Infobox und ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen was. Oh, die kann ich gar nicht alle halten. Das sind auf jeden Fall die Produkte, die ich jetzt schon eine ganze Weile benutze. Das ist einmal ein Serum und das ist sehr gut. Ich liebe die Designs von Jepoda. Dann habe ich hier noch The Calm Balm. Das ist ein Cleansing Balm und damit sich abzuschminken ist wirklich richtig genial. Das ist wie so eine grüne Gelee-Paste und das ist richtig genial. Ich liebe auch diese Anleitung immer hier mit den Bildern. Ich finde es richtig toll. Und wie gesagt, das zum Abschminken ist super. Und dann habe ich noch eine Maske. Wer von euch hat BeReal? Jetzt kam gerade die Benachrichtigung von BeReal. Jetzt musste ich erstmal ein BeReal machen und mein Akku ist leer. Danke für nichts. Geht gleich weiter. Sendepause. Okay, tschüss. Da sind wir wieder zurück zur Maske. Ich habe noch eine Maske, die ich sehr gerne benutze. Das ist die The Cetox Matte Mask. Und die ist richtig cool, benutze ich auch sehr, 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 sehr gerne. Und dann noch ein Produkt, was ich auch sehr gerne benutze. Das habe ich auch schon einmal nachgekauft. Das ist The Bubble Double. Das ist so ein Schaum. Ich kann euch das mal zeigen. So sieht das Ganze aus. Riecht sehr gut. Was mache ich jetzt mit diesem Schaum? Und ist auch zum Abschminken. Ich liebe es, mich mit Schaum abzuschminken. Also ihr habt entweder die Wahl quasi zwischen so etwas und so etwas. Ich mache das auch immer davon abhängig, wie stark ich geschminkt bin. Also das nehme ich so eher für ein natürliches Alltags-Make-up. Und das, wenn ich dann schon ein bisschen mehr im Gesicht habe, dann manchmal auch in Kombi. Da ich dann erst das benutze und dann nochmal den Schaum. Oder den einfach zum Schluss, wenn ich schon komplett das gereinigte Gesicht habe, dann nochmal mit dem Schaum drüber. Ihr habt auch hier hinten dann immer noch so die Symbole, wie zum Beispiel vegan und so weiter und so fort. Also wirklich ganz tolle Produkte. Und dann habe ich noch zwei, die ich relativ neu habe. Also die teste ich jetzt noch nicht so lange. Aber ich brauchte unbedingt Pflege. Und das ist jetzt meine neue Pflege. Das ist einmal eine Day Cream und eine Night Cream. Ich liebe die Verpackung. Übrigens auch Glas. Und hier hinten hat man dann immer, wie gesagt, diese Anleitung. Und was ich super finde, kann ich euch das zeigen. Da steht dann auch immer, wann man die Produkte benutzt, also auch in welcher Reihenfolge, was ich gut finde. Weil oftmals hat man ja so
viele Pflegeprodukte, dann denkt man so, okay, wie mache ich die jetzt, welche Reihenfolge und so weiter und so fort. Hier steht das drauf, das ist jetzt beides zum Beispiel Nourish, also halt Pflege nach der Reinigung und so weiter und so fort. Ich kann euch das ja mal zeigen, das ist jetzt die Tagescreme. So sieht die aus, wenn ihr euch die aufgibt, auftragt, zieht schnell ein. Riecht super, auch nicht so aufdringlich. Ich habe euch die Produkte schon einmal vorgestellt und da gab es auch mal einen Kommentar, dass die ja doch recht teurer sind. Ihr bekommt dafür aber wirklich hochklassige Produkte mit einer guten Rezeptur nach Hause und ihr habt auch eine Geld-Zurück-Garantie. Also falls irgendwas nicht sein sollte, ihr es vielleicht doch nicht vertragt oder nicht damit klarkommt oder so, dann habt ihr eine Geld-Zurück-Garantie. Jetzt gerade könnt ihr mit meinem Code VanessaBlack 43% sparen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich packe euch den Code und auch nochmal den Link unten in die Infobox rein. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel das komplette The Glow Set kauft, das hat glaube ich einen Warenwert von 254 Euro oder sowas, mit meinem Code spart ihr 158 Euro. Ihr habt super viele Produkte eigentlich alle. Und könnt die richtig genial ausprobieren und habt halt unfassbar viel Rabatt. Wie gesagt, ich habe sehr positive Erfahrungen mit den Produkten. Probiert selber einfach mal aus. Ich will jetzt auch nicht so lange davon reden. Wie gesagt, das ist nochmal alles in der Infobox. Und jetzt starten wir mit dem Unboxing. Ich habe 3 Boxen. Die Degusta-Box, Pink-Box und Brand-News-Box. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit... Die Degusta-Box liegt oben drauf. Fangen wir mit der an. Es ist... Morgens, es ist mittlerweile 12 Uhr. Ich bin schon seit 7 wach, ich habe noch nichts gegessen und ich muss gleich los zur Arbeit. Also vielleicht ist hier ein netter Snack für mich drin. Da wäre ich auf jeden Fall nicht matt, sondern würde mich darüber freuen, weil ich würde schon gerne noch eine Kleinigkeit essen, bevor ich los muss zur Arbeit. So, alles klärchen. Wir haben den Flyer und noch andere Flyer. So, was haben wir als erstes? Zierschnee. Ist Zierschnee ein anderes Wort für Puderzucker? Ja, oder? Dekorierpuder. Ah, nee, da ist noch ein bisschen was anderes drin. Zucker, Weizenstärke, pflanzliches Fett, ganz gehärtet Raps. Okay. Alles klar? Ja, okay. Also sowas würde ich mir zum Beispiel nie kaufen, weil auch gerade Puderzucker kaufe ich mir nicht, weil ich habe einen Thermomix. Ich schmeiße einfach Zucker rein und mache mir selber Puderzucker. Aber okay. Ich weiß noch nicht... Wie krass das jetzt unterschiedlich sein soll, weil da jetzt noch Stärke und Fett drin ist. In der Optik, also Geschmack ja wahrscheinlich nicht, aber in der Optik, keine Ahnung. Naja, dann haben wir Pringles. Original, ist okay, Pringles geht immer. Was haben wir denn? Ach schade, ich dachte das wäre so ein mega geiler Schokoriegel, aber das ist Baileys, also mit Alkohol. Das mag ich leider nicht. Dann haben wir hier Ricola drin mit Kirsche, Eukalyptuskirsche. Ja, das ist okay. Sollte ich vielleicht jetzt mal lutschen. Ich habe nämlich ein bisschen Zahnschmerzen. Dann, oh, hier ist der Deckel von abgefallen. Moment, ist hier eine vegane Margarine drin. Das finde ich sehr gut. Von Soyola. Sehr nice. Wir haben eine Dose Bio-Sauerkraut. Das ist auch nice. Das ist nicht so nice, aber okay. Potteierlikör. Also hier aus dem Pott. Oh, die Sonne kommt. Hallo Sonne. Ja, trinke ich nicht. Wir haben Nudeln. Soba Wok Style Classic Nudeln ready in 3 Minuten. Okay, wenn die ohne Fleisch ist, esse ich's. Dann haben wir. Ich glaube, das ist Eistee. Geil, ich dachte, das wäre Wasser oder sowas. Landpartie. Pfirsich. Okay, das werde ich mal probieren. Das reizt mich. Ich bin ja eine absolute Eistee-Maus. Okay, der schmeckt sehr stark nach Schwarztee. Oder. Womit auch immer der aufgebrüht ist. Ich bin ja eine Eistee-Maus, aber eher so eine künstliche Eistee-Maus. Also, das halt nach Zucker schmeckt und nicht nach Tee. Das schmeckt aber mehr nach Tee. Aber es geht noch. Also, es schmeckt auch nach Pfirsich. Also, das würde ich schon noch trinken. Es gibt für mich auch schlimmere, die wirklich nur nach so aufgebrühtem Schwarztee schmecken. Und das finde ich ganz ekelhaft. Also, dann lieber so eine künstliche bei Eistee. Aber das ist noch okay. Und dann haben wir hier etwas in... Knallfolie eingepackt. Hallo! Show yourself! Oh mein Gott. Was ist hier los? Das ist von Bon Maman, aber die machen eigentlich Marmelade, oder? Ich glaube, das ist jetzt neu rausgebracht. Haselnuss und Kakaocreme. Geil, also ja, wie so ein Nutella-Fake, ne? Ohne Palmöl. Sehr geil, das will ich jetzt nicht aufmachen, weil ich habe noch so Sachen offen und ich esse das super selten. Das stelle ich mir aber geil vor. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. So, und dann ist hier noch
eine Flasche drin. Auch nicht für mich, aber okay. Rotkäppchen, Fruchtsekko, Wintermomente, Apfel und Zimt. Klingt geil, aber werde ich nicht mögen und werde ich nicht trinken. Weil Alkohol. So, und das war's auch schon. Die Gusterbox ist leer. Übrigens Rabattcode auch dafür, für die Pinkbox und die Brandlos-Box und die Degusterbox, also für alle Boxen, findet ihr in der Infobox. Jetzt machen wir weiter mit der Pinkbox. Mal gucken, was die diesen Monat zu bieten hat. Aua, mein Nagel ist so halb abgebrochen. Aber ich habe erst übermorgen Termin. Schaut, sieht wirklich hübsch aus. Invitation, join us, celebrate our Sparkle Party. November, time after the mailman arrived. Also jetzt. Hey, sweetheart, it's a surprise. You are invited to discover our new pink box. Open the box, shine like a diamond and leave a little sparkle wherever you go. Your pink box. Crazy. Okay. Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Also, die haben Glitzerkugel. Ach, nee, wie heißt das? Disco-Kugel. Sticker. Glitzerkugel. Man kennt sie. Okay. Sparkle Party. Also hier kann ich den QR-Code scannen für den Inhalt. Hier sind auch übrigens die Pinkbox Adventskalender. Da findet ihr auch das Unboxing, ist mein letztes Video auf meinem Kanal. Sehr guter Kalender. Okay, schauen wir mal. Wir haben eine Lidschattenpalette von Catrice. Die Move Collection. Sind aber sehr schöne Farben, muss ich sagen. Gefällt mir. Then we have... das ganze Fusselzeug fällt hier raus. Selfie Project, feuchtigkeitsspendende Peel-Off-Mask. Die sieht richtig geil aus. Gönnt euch das mal. Das ist so ein Gelee mit so Glitzer und so Wobble, Wobble, Wobble. Voll geil. Ui, ist was von Benefit drin. Bad Girl Bang. Oh, ist das die Mascara, oder? Ich habe mich jetzt auf irgendwas für die Augenbrauen oder so gefreut. Dadurch, dass ich Fake Lashes habe, feiere ich Mascara jetzt nicht so ultra. Aber ich glaube, für Leute, mit die keine Fake Lashes haben, ist das richtig geil. Weil Benefit hat sehr gute Mascaras. Mascaras. Nevermind. Dann haben wir hier nochmal maskenmäßig was drin. Und zwar Koffein Power Augen Gel Pads. Geht immer. Oh, Invisibobble. Wir haben Invisibobble Haargummis drin. Das ist auch Invisibobble. So pinke mit so Marble-Muster. Süß. Ich benutze nur diese Haargummis. Bin ich ein sehr großer Fan von. Und dann haben wir hier noch etwas drin von Love. Aura Glow Hydra Grip Primer. Oh, ein Primer. Sehr nice. Wie schaut der aus? Oh, so eine Glasflasche. Sieht aus wie Foundation. Aber ist Primer. Sieht sehr gut aus. Ah, hier ist noch was drin. Von Avon ein Glimmer Stick. Der war, glaube ich, schon mal drin. Der sagt mir was. Ich glaube, das ist wie so ein Kajal in so einem Beige-Ton. Ja. So. Okay. Das ist eine schöne Farbe, um das Auge größer wirken zu lassen, wenn man das auf die Wasserlinie gibt oder vielleicht nur in den inneren Augenwinkel. Dafür ist das sehr gut. Ich glaube, das war's. Hier ist nur noch Füssels drin. Aber doch, das ist eine sehr schöne Box. Inhalt gefällt mir. Mir gefällt das Aussehen der Box, muss ich wirklich sagen. Ich habe langsam keinen Platz mehr hier. Die sehen lecky lecky aus. Wir haben als erstes auch hier ähnlich zu der Gusterbox, beziehungsweise gleich, die Ricola Bonbons und die Pringles. Also manche Sachen teilen die sich da ja echt. Warum kriege ich die nicht raus? So, jetzt auch original. Jetzt habe ich einfach zwei Pakete Pringles, auch okay. Dann haben wir hier, ich habe noch gar nichts gesnackt. Fällt mir auf. Alpenbrezel, knusprige Brezenstücker, Laugenbrezel mit Honig-Senf-Geschmack. Ich mag kein Laugengebäck. Ich weiß, ich bin ein komischer Mensch, aber es ist, wie es ist. Was willst du machen? Oh mein Gott, hier haben wir was von Lindt drin. Ich liebe Lindt. Oh, leider ist es mit Nüssen. Ich bin nicht so der Nussfan, aber es ist Nougat. Nougat liebe ich. Ich fände es geiler, wenn halt diese großen Nussstücke da drin nicht wären, aber ich will mich nicht beschweren, weil es ist trotzdem lecker. Dann haben wir von Grison Fair Choc, ja, so wie diese Kekse mit Schokolade drumherum, Vollmilch. Also, das ist super. Was soll daran nicht schmecken? Oh, wir haben Reisschokolade. Sunrise, kennt ihr die? Ich finde, das verbinde ich immer mit früher irgendwie, aber das ist geil. Lecker, lecker. Dann haben wir Toast. Geht auch immer für Golden Toast. Weizen-Bio-Sandwich. Okay. Wir haben einen Tee von Messmer. Wohlfühlmomente, Gelassenheit, Zitronenverbene
Orange. Jo. Okay. Oh nein, ist runtergefallen. Oh, hier ist was drin, das habe ich mir vorgestern erst gekauft, weil ich das unbedingt probieren wollte. Das ist von Kinder Bueno Eggs. Und ja, genau so sieht das aus. Ich war ein bisschen überrascht, weil unter der Schokolade ist doch so eine Waffelschicht. Also wirklich wie bei Bueno. Es ist unfassbar lecker. Wirklich richtig lecker. Schmeckt auch wie Bueno. Ah, hier ist noch was drin, was auch in der Degusta-Box war. Diese Nudeln, aber andere Richtung. Sukiyaki Beef. Ja. Manchmal ist das ja dann trotzdem sogar vegetarisch, hat mir jemand von euch geschrieben. Das ist eine gute Frage. Ist hier Fleisch drin? Würzsoße. Rinderfett. Ja, nee, dann esse ich das nicht. Naja, schade. Dann haben wir hier Knäckebrot drin von Brand. Knäck it. Das dünne mit Hafer Lucky Sesam. Okay. Linsen haben wir hier drin. So eine Dose dampfgegart. Das finde ich sehr gut. Das geht immer. Dann haben wir eine Flasche Bitburger Fassbrause, Orange und Naturtrüb. Das ist auch gut, das ist lecker. Lecky, was zu trieben können. Was haben wir denn hier? Fancy. Paprikatomatenmark. Also nicht nur Standard-Tomatenmark, sondern auch mit ein bisschen Paprika drin. Mit 63% sogar Paprikamark. Cool. Also quasi wie eine Mischung aus Eiweiß und Tomatenmark. Nice. Das finde ich super. Und last but not least ist ein Glühwein. Werde ich auch nicht trinken, aber das werde ich verschenken oder hier für Gäste. Das ist in Ordnung. Da beschwere ich mich nicht. Und das war's. Also, aber ich würde sagen, das war doch ein ganz guter Durchschnitt. Kann man machen. Ist nicht schlecht. Was sagt ihr? Wie ist eure Meinung? Euer Fazit? Ich finde es ganz gut. Ganz gute Produkte. So, und das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich auf New York. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf New York Content. Checkt unbedingt die Epoda ab. Wirklich große Empfehlung. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Bye.